Evelyn Bordecki sehnt sich so sehr nach einer eigenen Familie. Doch bisher fehlt ihr einfach noch der richtige Mann. Seit Jahren ist TV-Sternchen Evelyn Bordecki auf der Suche nach der ganz großen Liebe, um eine Familie zu gründen. Die Single Lady wünscht sich mittlerweile so sehr ein Baby, dass sie sogar schon über eine künstliche Befruchtung nachdenkt. Denn mit 35 tickt ihre biologische Uhr und die quirlige Blondine setzt sich selbst enorm unter Zugzwang. Platzt ihr Traum vom Familienglück? Künstliche Befruchtung wäre eine Option. Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann würde ich mir von ganzem Herzen wünschen, dass er dieses Bereitsein mit mir teilen würde, sagt Evelyn zu RTL bezüglich ihres Kinderwunsches. Um Mutter zu werden, hätte sie gerne einen Partner an ihrer Seite, gibt aber zu, natürlich hat man auch schon mal über die künstliche Befruchtung nachgedacht. Ich würde es machen. Sie hofft aber weiter, dass ihr Mr. Right doch auftaucht. Denn bisher hatte Evelyn nur Pech in der Liebe, beim Bachelor 2017 flog sie in der ersten Runde raus und auch bei ihrer Dating-Show Topfsucht Bordecki gab es kein Happy End. Dass ihre biologische Uhr tickt, macht dem Reality-Star Angst, ich habe noch keine Familie, ich habe noch nicht meine Träume erlebt oder bekommen, was ich plane. Das macht mir den Druck. Umso älter ich werde, umso mehr habe ich Druck. Denn Evelyn ist ein absoluter Familienmensch, kaufte ihren Eltern sogar ein Haus. 2021 starb ihr Vater Clemens Bordecki 76. Deshalb wohnt sie jetzt auch wieder bei Mama Teresa. Man mag ihr wünschen, dass sie morgen den richtigen findet. Vielleicht ja beim Einkaufen im Schuhgeschäft.